Die Beschäftigten im Einzelhandel fordern zu Recht 6% höhere Entgelte. Die Arbeitgeber sind im Moment nicht mehr bereit, als 1,5% auf den Tisch zu legen. Das ist unter der Inflationsrate und deswegen Lohnverlust. Und darauf gibt es von den Beschäftigten nur eine Antwort. Streik! 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 Streik bei IKEA in Walldorf. Was ist der Grund? Der Grund sind die Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeberverbände und Einzelhandel. Und wir wollen einfach unsere Tarife ein bisschen erhöhen. Unsere Forderung ist 6% und die Arbeitgeberverbände wollen uns dieses Jahr nur 1,5% Tariferhöhung geben und nächstes Jahr 1%. Das ist definitiv zu wenig, weil wir noch nicht mal die Inflationsrate haben, die im Moment laut EZB-Bank etwa bei 1,9% liegt. Und die wird auch um etwa immer bei 2% liegen, laut EZB. Das heißt, es ist eigentlich eine Lohnkürzung, die wir angeboten bekommen und wir brauchen einfach, ja, wir wollen einfach, dass der Einzelhandel mehr Wertigkeit erfährt insgesamt und dass wir nicht in Altersarmut reinkommen praktisch, weil wir mit unserer Rente letztendlich nur in der Grundsicherung landen und nicht mehr. Deshalb müssen wir unseren Standard ein bisschen heben im Einzelhandel. Und das wollen wir jetzt hier mit diesem Streik erreichen. Nebenbei haben wir auch noch eine Entgeltstruktur laufen. Das heißt, alle Gehälter und Löhne sollen praktisch anders gewertet werden. Und diese Wertung läuft im Hintergrund. Deshalb müssen wir jetzt stark sein, um auch in der Entgeltstruktur stark dazustehen. Das heißt also, es wird nicht berücksichtigt, wie die Familien leben, wenn sie hier arbeiten und wie es denen zu Hause geht? Nein, leider sind wir im Einzelhandel sind wir leider nicht stark genug, weil viele Frauen früher als Nebenjob praktisch gearbeitet haben und Männer hatten, die einen Ganztagsjob hatten. Mittlerweile haben wir sehr viel Alleinerziehende oder auch Männer, die im Lager arbeiten. Ja. Das heißt, generell ist der Einzelhandel unterbezahlt. Ja. Wir haben zwar teilweise gute Verhältnisse in manchen Betrieben, aber in vielen auch ganz schlechte Verhältnisse. Das heißt, man kann mit einem Teilzeitjob befristet nicht leben. Und da kann man keine Familie ernähren. Deshalb kämpfen wir, dass auf jeden Fall zumindest eine Vollzeitkraft so viel Geld verdient, dass sie auch damit eine Familie ernähren kann. Und das ist im Moment nicht möglich mit diesem Brutto- oder Nettogehalt. Im Hintergrund sieht man auch Männer. Geht es denen genauso, was den Lohn betrifft? Ja, den Männern geht es genauso. Wir haben im Prinzip, gibt es in der Logistik, ja, da können Sie zu Amazon, zu anderen Betrieben gehen. Auch in vielen Betrieben werden einfach in der Logistik, die Leute haben Teilzeitverträge, befristete Verträge. Wie soll man damit leben als Mann? Das geht nicht. Ja, also Vollzeit ist halt leider in Deutschland nicht mehr die Regel wie früher. Vollzeit unbefristet gibt es leider nicht mehr groß. Streik! 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 Verdi unterstützt das, was heute stattfindet? Ja, wir sind ja in einer Auseinandersetzung tariffähiger Parteien und wir streiten ja quasi um einen Tarifvertrag, um Lohnerhöhungen im Einzelhandel. Verdi ist die zuständige Gewerkschaft und unsere Aufgabe ist es, die Auseinandersetzung für die Beschäftigten im Einzelhandel zu organisieren und quasi den Druck auf die Straße zu bringen, sodass wir dann entsprechend vernünftige Verhandlungsergebnisse erzielen können. Wenn Sie an vielen Stellen streiken müssen, in ganz Baden-Württemberg, dann müssen Sie eine logistische Leistung erbringen, die das alles koordiniert.
Wenn wir heute allein an 20 Stellen im Einzelhandel streiken, dann brauchst du eine Zentrale, die das koordiniert. Und das ist die zentrale Leistung von Verdi. Wir organisieren quasi einen wehrhaften Prozess, den die Beschäftigten im Einzelhandel aber ausfüllen müssen. Die bringen den Druck auf die Straße, die müssen zeigen, dass sie sich für ihre Forderung nach 6% mehr Lohn und Gehalt auch tatsächlich einsetzen. Was wir machen ist, wir organisieren das alles und machen es am Ende möglich. Wenn jemand eine Frage hat, kann er sich an Sie wenden. Sie sind ja von Verdi, stellen Sie sich mal vor. Mein Name ist Peter Erni und ich bin Gewerkschaftssekretär bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft mit Sitz in Mannheim. Wer immer was zum Streik im Einzelhandel wissen will, kann sich gerne bei uns melden. Die Telefonnummern stehen einschlägig im Internet. Wir sind im Prinzip immer offen für jede Beratung, für jede Anfrage, die an uns herangetragen wird. Nur wenn wir gerade beim Streiken sind, sind wir nicht gleichzeitig im Büro.